Du hast dich mit Pockenviren in. Ach, scheiße, ich konnte das nicht lesen. Kollaps. Die Untergangssimulation. Ja, und dann herzlich willkommen zu einem kleinen Flash-Game, sage ich jetzt mal. Kollaps, das ist zu dem Spiel oder Film The Division. Ein Untergangssimulator und den wollte ich finde den so geil und den wollte ich jetzt mal für euch machen. So, und als erstes müssen wir eine Adresse angeben, wo wir herkommen. Das Ganze läuft mit Google Maps ab und ja, ich finde das so geil. Ich fange mal an und zwar gebe ich jetzt ein Europaplatz. Das ist in Mönchengladbach der Bahnhofsvorplatz. Meine richtige Adresse sage ich euch nicht. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Europaplatz. Bevölkerungsdichte 1806 Personen auf einem Quadratkilometer. Du bist zu Hause. Plötzlich bekommst du Fieber. Du beschließt ins... Ach, ich gehe da, wo ich geboren bin. Ins Elisabeth-Krankenhaus. Auf dem Weg ins Krankenhaus infizierst du 19. Aber keine Ahnung. Rettungssanitäter sind auf dem Weg besonders ausgesetzt. Sind dem Virus besonders ausgesetzt und infizieren sich schnell selbst. Auf ihrem Weg von einer Notaufnahme zur nächsten verbreiten sie die Krankheit auf andere Krankenhäuser. Fun Fact: Durchschnittlich stehen 1000 Einwohnern nur 30 Krankenhausbetten zur Verfügung. In Krisenzeiten ist die Chance auf einen Krankenhausplatz verschwindend gering. Okay, weiter. Oh, der Virus breitet sich aus. Oh, das artet aus, das sehe ich schon. Tag 5. Die Infektion breitet sich schnell aus und die Krankenhäuser sind überfüllt. Du wirst mit einem Rezept für eine Grippeimpfung entlassen und begibst dich zur Apotheke. Fun Fact: Es dauert mindestens 6 Wochen, bis neue Medikamentslieferungen in die Apotheken erreichen. Gehen während einer Pandemie die Medikamente aus, wären die Folgen dramatisch. Ich gehe zur Maximo-Apotheke. Die ist am Marktplatz bei uns in der Nähe. Bei Infizierten in der was? Ich konnte das nicht lesen. Okay, weiter geht's. Tag 5. Aufgrund der gefährlich ansteigenden Zahl der Erkrankungen richtet die Behörde Ausgabestellen für Impfmittel ein. Du beschließt, dich zur nächsten Ausgabestelle zu begeben. Fun Fact: Pro Jahr können wir nur 2,4 Milliarden Dosen Grippeimpfstoff herstellen. Experten gehen davon aus, dass ein solches Virus in wenigen Monaten die gesamte Weltbevölkerung infizieren könnte. Okay, wo ist die nächste Ausgabestelle? Ich gehe ins Comet Cine Center. Das ist ein Kino hier in der Nähe. Im Kino. Ja, nein. Tausende verängstigte Bürger drängen sich durch die Ausgaben. Es gibt nicht genug Impfdosen. Die Polizei muss eingreifen. Stimmung droht zu kippen. Was? Das Virus hat ein erstes Opfer gefordert und der Tod breitet sich rasch aus. Der Notstand wird ausgerufen. Du beschließt, Vorräte anzulegen und dich zu verbarrikadieren. Fun Fact: Der durchschnittliche Haushalt hat maximal Nahrungsvorräte für 3 Tage. Wo gehen wir hin? Nach Edeka, die haben Energy Drinks.
Es kommt zu Plünderungen. Nahrungsmittel werden im häufigsten gestohlen. Wird leergeräumt, während die Polizei was? In den Supermärkten sind die Banken das Ziel. Geldautomaten sind inzwischen ausgefallen. Kein Geld? Ah, nein. Aufstände brechen aus. Die Polizeikräfte sind in der Gegend von Vitusbad, sind überfordert. Die Straßen stehen in Flammen. Die Stadt ist nicht mehr sicher. Du musst fliehen. Du beschließt, einen Flug von Düsseldorf International, also den Flughafen von Düsseldorf, nach einem anderen internationales Ziel zu nehmen. Fun Fact! Mit mehr als 8 Millionen Passagieren pro Tag ist der Flugverkehr die Hauptursache für die Verbreitung der Seuche. Wo fliegen wir denn hin? Nach Kopenhagen? Na, was haben wir denn? War hier nicht mal Berlin? Barcelona. Ich will schon in Deutschland bleiben. Manchester, Zürich, Berlin. Wir fliegen in die Hauptstadt. Und die Seuche breitet sich aus. Oh oh, schon über 20, 23. Flüge beschleunigen die Verbreitung der Krankheiten und viele Länder schließen ihre Grenzen. Es ist, als es weltweit zu Aufständen und Plünderungen kommt, wird das Kriegsrecht ausgerufen. Inzwischen sind 51.848 Tote offiziell gezählt. Fun Fact! 2013 standen weltweit 27.206.623 Menschen in den Diensten des Militärs. Das sind nur 3,8 Soldaten auf 1000 Zivilisten. Okay, das artet ja richtig aus. Tag 11. Gucken wir weiter. Die Lage ist außer Kontrolle. Die Sicherheitskräfte sind vollkommen überfordert. Soldaten verlassen ihre Posten. Oh, die Toten steigen. Aus Angst, getötet zu werden, bleiben die Menschen zu Hause. Die Kommunikationsgesetze sind außer Betrieb. Keine Kommunikation. Wir sind in Amerika. Tag 17. Überall herrscht Chaos. Die Arbeitsausfälle übersteigen inzwischen 50%. Die ersten Kraftwerke stellen den Betrieb ein. Fun Fact! Ein Kernkraftwerk kann 2 Tage lang ohne menschliche Kontrolle arbeiten. Dann schaltet es sich automatisch ab. Weiter. Oh, das artet richtig aus. Oh, was passiert jetzt? Scheiße. Die Welt versinkt in Dunkelheit. Ja, der Strom ist aus. Ohne Strom und Kommunikationssysteme ist die Befehlskette unterbrochen. Die Regierungen sind machtlos. Bricht die Gesellschaft... Ja, überall bricht jetzt die Gesellschaft zusammen. Madagaskar vor allem. Können wir mal gucken, wie sieht das... Ah. Okay, hier kommt eine Zusammenfassung. Die weltweite Zusammenbruch... erfolgte in 26 Tagen, 3 Stunden und 24 Minuten. Es sind über 5.850.552 Menschen draufgegangen. In Mönchengladbach sah es nicht so gut aus. Tote insgesamt 719.684. Und davon sind, oh Gott, 1.546.918.134 infiziert. Ja, das ist nur ein kleiner, das ist nur so eine kleine Simulation gewesen und ich fand die recht witzig. Ja, das war zu
Tom Clancy The Division. Es ist, glaube ich, ein neues Videospiel für Xbox oder PC. Ich bin mir da nicht sicher. Oder PlayStation. Und ja, ich wollte das euch mal zeigen. Und das war's. Ein kleiner so Flash-Fact-Fun-Dings.